Die MS Amina. Getauft am 3.4.2024 in Bonn, konnten wir auf der Taufreise begleiten und möchten sie euch heute ausführlich in einem Schiffsrundgang vorstellen. Die MS Amina ist die Weiterentwicklung der Asara-Klasse von Phoenix-Reisen, ist 135 Meter lang, erstreckt sich über 4 Passagierdecks und in den 91 Kabinen können bis 208 Gäste ihre Auszeit auf dem Fluss genießen. Das lichtdurchflutete Treppenhaus fällt mit dem digitalen Wasserfall direkt ins Auge und schafft mit unterschiedlichen Sitzmöglichkeiten, der Boutique an Bord sowie der Rezeption eine gemütliche und moderne Atmosphäre. Hier befindet sich auch ein Wasserspender, an welchem jeder Gast seine Trinkflasche, welche er zu Beginn der Reise auf der Kabine erhält, auffüllen kann. Auf dem Neptundeck befindet sich das Amina Hauptrestaurant. Das Restaurant ist in 3 kleinere Bereiche aufgeteilt und schafft damit eine ruhige Atmosphäre. Mir persönlich gefällt das Design im Restaurant sehr, was für mich ausgleicht, dass das Restaurant auf dem Unterdeck verortet ist und nur über diese Oberlichter verfügt. Im Amina Restaurant gibt es das Frühstück am Buffet, Mittagessen und Abendessen werden am Platz serviert. Sehr beliebt sind bei Phoenix-Reisen ja immer die mehrgängigen Galaessen, welche es meist zu Beginn und am Ende jeder Reise mit Phoenix-Reisen gibt. Am Heck des Schiffes findet ihr den Italiener an Bord. Das Restaurant mit den bodentiefen Panoramafenstern hat eine Showküche und so könnt ihr vom Platz aus die Zubereitung eures Gerichtes anschauen. Mittags wird hier ein Light Lunch mit verschiedenen Pasta-Gerichten und entsprechenden Vor- und Nachspeisen serviert. Und am Abend genießt ihr eine wirklich gute Pizza mit vielen italienischen Klassikern. Ebenfalls am Heck befindet sich der Saunabereich, der pro Kabine einzeln ohne Aufpreis reserviert werden kann. Ihr könnt einen schönen Blick in die Landschaft genießen, während ihr in der für einen Fluss doch sehr großzügigen Sauna sitzen könnt. Gegenüber am Bug der MS Amina befindet sich die Panorama-Lounge. Auch hier gibt es gegenüber der Asara-Klasse einige Neuerungen. Die Einrichtung wirkt gemütlich und fast wohnzimmerartig durch die vielen kleinen Details und die geschmackvolle Dekoration. Die Lounge ist durch eine Treppe in 2 Bereiche geteilt. Den Bereich am Bug mit Bar und Klavier und den oberen Bereich mit Kaffeestation und einer kleineren Tanzfläche. Das Schiff fährt in der Saison als all-inklusive Schiff. Das bedeutet, dass die Hausweine, Biere, Softdrinks wie Cola, Limonade, Mineralwasser, Säfte und Kaffee und Tee täglich von 8 bis 24 Uhr inklusive sind. Werfen wir nun einen Blick in die Kabinen. An Bord gibt es 2 Kabinentypen, mit französischem Balkon oder Fenstern. Wir schauen uns die Kabine mit französischem Balkon an. Auf der Kabine findet ihr eine Kaffeemaschine. Eine Kapsel pro Person und Tag ist inklusive. Auf MS Amina könnt ihr auch einmal das Ladekabel vergessen, denn die Nachtschränke verfügen über eine induktive Ladestation. Im maritim eingerichteten Bad findet ihr Produkte von Rituals. Das Sonnendeck auf der MS Amina verfügt auch wieder über einen kleinen Pool und einer Kombination aus Stühlen und Sonnenliegen. Außerdem verfügt das Flussschiff über Solarpaneele und kann an Landstrom angeschlossen werden. Leider war das Wetter während unserer Reise nicht so sonnig. Den Bereich am Bug mit einer Außenbar, Barhockern an der Reling kann ich mir jedoch in einer warmen Sommernacht wunderbar als meinen Lieblingsplatz an Bord vorstellen. Habt ihr noch Fragen zum Schiff? Dann schreibt sie uns gerne. Wie gefällt euch das Schiff? Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei Cruise Channel.